Keine Ahnung, aber ganz ehrlich, ich hatte noch nie in meinem Leben Couchkissen. Aber anscheinend scheint es ein Ding zu sein, dass man Couchkissen irgendwie öfter wäscht, als ich gedacht habe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Spinnerinnen und Spinner da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei und wir befinden uns im Jahr 2022 und das ist die zweite Podcast-Folge dieses Jahr. Yay! Nummer 51, um ganz genau zu sein. Wie immer geht es um meine Handspinnenprojekte in erster Linie. Im Handspinnerei-Podcast geht es immer um Wolle, um Garne und das, was ich aus meinen handgesponnenen Garnen so mache. Ich habe Spinnenprojekte, an denen ich gerade arbeite. Ich habe keine wirklich fertigen Garne. Es geht ein bisschen ums Stricken und es geht ums Weben und was ich in letzter Zeit so gewebt habe, was fertig geworden ist und was meine zukünftigen Webpläne sind. Und ich möchte euch ein neues Magazin vorstellen. Das alles gibt es heute. Ich freue mich riesig. Legen wir los. Ich arbeite weiterhin an meinem Merino Coburger Fuchs Projekt. Ich hatte 400 Gramm feinste Merino gefärbt und gesponnen. Das sind die Spulen, die ich schon umgewickelt hatte. Die habe ich euch im letzten Podcast schon gezeigt. Mittlerweile sind noch 200 Gramm fertig und ich bin ja immer wieder überrascht. Die Spulen, die Ashford-Spulen von meinem E-Spinner sind so groß, dass 100 Gramm nach echt wenig aussieht im Vergleich zu vorherigen Spulen, also den Spulen von meinem Bliss oder von meinem Victoria. Das ist doch echt schon was anderes. Auf jeden Fall sind diese beiden auch schon fertig. Und sehen super schön aus. Ich warte noch, ob ich verzwirne oder nicht. Da sage ich gleich noch mal was zu. Ganz kurz möchte ich euch aber vorher meine aktuelle Spindel zeigen. Das ist Nummer 14 in dem Projekt. Und das ist der Coburger Fuchs. Ich habe jetzt auch kürzlich ein paar Videos gemacht über Handrocken. Es sind noch weitere in Arbeit. Im Moment hat sich das Projekt ein bisschen verzögert. Aber es kommen noch weitere Videos zum Thema Fingerkunkeln und Handrocken auf Instagram. Die hier auf YouTube einzubinden, ist im Moment noch irgendwie so ein bisschen schwierig. Das klappt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich die Videos hochkant gemacht habe. Aber vielleicht mache ich da auch einfach nochmal ein YouTube-Video zu. Mal gucken. Das ist Spindel Nummer 14. Ich habe also schon 13 weitere Spindeln vollgesponnen. So ungefähr sehen die Wechselwirtelspindeln aus, wenn sie denn voll sind. Und einen Großteil davon habe ich umgewickelt auf so einfache Pappspulen, die ich aus Karteikarten gemacht habe, mit meinem Webspulenwickler. Schlicht und ergreifend, weil ich nicht genug Spindelstäbe hatte, um alle Fäden nacheinander weg auf Spindeln zu spinnen. Deswegen habe ich glaube, 7 Spindeln abgewickelt, um dann wieder Spindeln frei zu haben. Ich habe jetzt noch 2 Faserbündel. Die sehen in der Kamera weicher aus, als sie sind. Ich finde, die sehen weicher aus, als sie sind. Aber gut, wie weich kann etwas wirklich aussehen? Ich finde, ich habe auf jeden Fall immer noch Riesenfreude an den Farben. Und ich habe Riesenfreude an dem Spindelprojekt. Also ich bin nicht böse drum, dass ich damit noch nicht fertig bin. Bei einer Spindel habe ich recht lange gebraucht, weil ich die nicht so oft in die Hand genommen habe. Das war, glaube ich, die Spindel davor. Naja, eigentlich bei 2, aus unterschiedlichen Gründen. Eine Spindel habe ich von einem Rocken gesponnen. Hier ist extra noch ein Rest drauf, weil ich noch was damit aufnehmen wollte oder dazu aufnehmen wollte, den ich so bewickelt habe. Und das klappt mit den Coburger Fuchsfasern so, boah, semi-optimal. Ich mag es lieber, diese Bälle hier drauf zu wickeln, auf die Fingerkunkeln. Und die Fasern dabei gut vorzuziehen. Die hier sind nicht vorgezogen. Die sind einfach nur in ganz viele schmalere, kürzere Bänder geteilt. Und das war dann etwas mühselig. Und für die Spindel habe ich dann ein bisschen länger gebraucht. Und dann hatte ich eine Spindel. Das war, wie gesagt, die hier, bevor ich die hier gesponnen habe, für die habe ich auch länger gebraucht, weil die irgendwie nicht ganz rund gelaufen ist und immer ziemlich viel rumgehüpft ist. Und das war immer sehr anstrengend. Und dann habe ich immer nur,
so 3, 4 Minuten oder so gesponnen und sie dann wieder weggelegt, weil es halt anstrengend ist, wenn ich die jetzt anschubse und oben festhalte, dann wobbelt die auch so. Und das merke ich dann natürlich immer hier in der Hand und dann kann man nicht so richtig gut und bequem ausziehen. Und deswegen war das dann eher anstrengend. Ne? Normalerweise sollte das möglichst glatt laufen. Ihr könnt jetzt die Spindel und meine Spindelhand nicht sehen, aber hey. Naja, und das tat es halt nicht und deswegen war das dann eher mühselig und hat ein bisschen länger gedauert. Normalerweise kann ich so eine Spindel gut an einem Nachmittag mit immer wieder Spinnen voll machen. An der habe ich bis jetzt erst gestern gesponnen und heute Vormittag ein klein wenig, während ich am Telefon in der Warteschleife hing. Und genau, das heißt die noch und dann noch zwei, dann bin ich fertig mit dem Spinnen. Und es macht Spaß, es ist toll, immer ein Spinnprojekt in der Nähe zu haben, was ich mal schnell in die Hand nehmen kann. Das genieße ich sehr. Wie gesagt, ich hatte auch im letzten Podcast kurz darüber gesprochen, dass ich damit weben möchte. Das Ganze soll eine große Ruana werden, also so eine Art Poncho. Und mein Gedanke war eigentlich, mit den Single-Garnen zu weben, das heißt, die gar nicht zu verzwirnen. Und um sicher zu gehen, hatte ich schon angekündigt, ich würde Webproben machen. Und tatsächlich habe ich eine Probe aus Single-Garn gemacht und einmal ein bisschen was verzwirnt und eine Probe, das ist dreifach verzwirnt gemacht. Ich hatte schon gesagt, zweifach verzwirnt fällt für mich raus, weil ich die Farben klar haben möchte, weil ich nicht möchte, dass sich das zu sehr meliert. Und wenn ich zweifach verzwirnen würde, bei so vielen Farbwechseln, man kann das hier auch ganz schön sehen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, weil die ja auch nicht alle hundertprozentig gleich sind, weil die nicht streifig gefärbt waren, dass es einfach nur noch meliert ist. Und das wollte ich nicht. So. Also habe ich diese beiden Proben gemacht. Die sind jetzt farblich auch recht unterschiedlich, weil es natürlich darauf ankam, welche Stellen des Garns ich benutzt habe. Mir ging es aber auch ein bisschen mehr um die Optik als um die Farben jetzt bei diesen Proben. Ich wollte einfach sehen, passt das, wenn ich das als Single-Garn webe? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Und vor allem, wie sieht es im Vergleich aus, wenn ich es dreifach verzwirne? Wird es sehr viel dicker? Wird es sehr viel... so haptischer und ich bin ein großer Fan von Dreifachgarn oder überhaupt vom verzwirnten Garn. Das ist wirklich spannend. Also grundsätzlich weiß ich Gewebe aus Singlegarn sehr zu schätzen für das Gewebe an sich. Gestricke übrigens auch. Aber an sich, ich mache gerne verzwirnte Garne, weil ich die Optik so gerne mag, weil ich finde, dass ein Garn, das ist so was Verzaubertes. Wenn man da mehrere Fäden zusammenbringt und das, was daraus entsteht, finde ich so schön. So, das heißt, an sich gefällt mir diese verzwirnte Probe verdammt gut. Aber ich merke natürlich auch, ja gut, es ist halt schon, das Garn an sich ist natürlich schon um einiges dicker, ne, als das Single-Garn. Klar, das bleibt nicht aus, das ist logisch. Jetzt ist noch ein Problem, nämlich ich habe diese Single-Garn-Probe mit einem Zoom-Loom gemacht. Und ganz ehrlich, ich habe extra die Garne vorher, also ich habe etwas von dem Coburger Fuchsgarn gehaspelt und etwas von dem Merino-Garn, was später der Schuss werden soll, gehaspelt, gebadet und ein bisschen beschwert, damit die sich so ein bisschen aushängen, damit ich leichter damit arbeiten kann. Und trotzdem ist es mit dem Zoom-Loom, bei dem man ja praktisch mit der Hand webt und so einen langen Faden machen muss, echt schwierig, vernünftig mit einem Single-Garn zu arbeiten, ohne dass es irgendwie aufgeht. Wenn ich jetzt normal weben würde, dann hätte ich halt das Schussgarn auf einer Spule oder auf einem Gabelschiffchen und würde es einfach nur die Menge Faden durchschießen, die ich brauche. Aber so hing das halt an einem langen Faden und man ist mit der Nadel dran. Und auch das Bespannen so mit der Hand, das war so ein bisschen Wobei die Kette, finde ich, noch ganz gut funktioniert hat, aber im Schuss war es dann halt echt schwierig. Und man sieht so ein bisschen diese dickeren Stellen hier und da oben, die dadurch entstanden sind, dass das Garn immer weiter aufgegangen ist und dadurch natürlich auch aufgepufft ist. Und das sollte natürlich beim fertigen Gewebe nicht passieren.
Und es ist halt sehr, es ist halt recht lose irgendwie. Es hat eine schöne Textur, das auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das richtig weben würde, dann, also auf einem Webrahmen wirklich die Kette aufbringen würde und wirklich einen Schuss reinweben würde, dass es noch schöner aussehen würde. Aber das ist nur ein Gefühl. Und jetzt überlege ich, ob ich zusätzlich zu diesen Proben tatsächlich noch eine kleine Kette aufziehe auf einen von meinen kleinen Ashford-Webrahmen. Ich habe für Kurse den Sample It in 25 cm Breite und da wirklich nur so eine 10 cm Kette, also auch nicht breiter als das, aufzuspannen, die vielleicht so einen halben Meter lang ist oder so, dass es gerade so einmal hinten aufgewickelt ist und einfach so ein bisschen was zu weben. Ich habe insgesamt 800 Gramm Garn, also auch da, das wird bestimmt nicht wehtun in der Gesamtmenge für die Ruana später, aber ich will halt sicher gehen, ob mir das wirklich gefällt und auch, ob vielleicht merke ich dann auch eher, ob das Kettgarn dem standhält oder ob ich sowieso mit einer Schlichte arbeiten muss, je nachdem. Oder ob ich das Ganze halt dann doch verzwirne und mir das Leben so ein bisschen einfacher mache und dann bei so einem Gewebe lande, was ja auch schön aussieht. So ist es nicht. Ne? Aber das ist das, woran ich gerade so hauptsächlich arbeite. Ich freue mich da auch sehr drauf, auf das Projekt und damit weiterzukommen. Aber ich muss gestehen, ich genieße den Prozess sehr. Also ich habe es nicht eilig. Ich bin froh, dass ich jetzt schon so diese Pröbchen dazwischen gemacht habe. Und ich freue mich auch darauf, noch weitere Proben mit dem Webrahmen zu machen. Aber ich habe es nicht eilig. Ich habe auch noch andere Sachen, die ich mache. Und ich habe auch dann, weil mein E-Spinner frei war, direkt noch ein Spinnprojekt angefangen. Einfach nur, weil ich nicht so ganz mit der Vorstellung leben konnte, dass ich nur ein Spinnenprojekt habe. Also im Moment bin ich definitiv in einer Phase meines Lebens, in der ich immer beides brauche. Je nach Situation, die Spinne kann ich überall hin mitnehmen. Die kann ich auch mit ins Büro nehmen, was ich viel öfter tun sollte, um einfach mal ein paar Meter zu spinnen, während der Computer irgendwas lädt oder so. Während der E-Spinner meistens im Esszimmer oder im Wohnzimmer steht und darauf wartet, dass ich damit arbeite, wenn ich abends irgendwie Zeit habe oder so. Jetzt hatte ich letztes Jahr von der Petra aus Österreich, Wollspinnerei at webnote, nee, Punkt, webnote.at, ja, ich verlinke es euch unten, einen Kammzug bekommen aus, ich glaube, norwegischer Wolle, genau, richtig. Und der so schön in diesem Farbverlauf gefärbt ist. Oh, den finde ich so schön. Ist ein sehr griffiges Material, sehr elastisch, ja, sehr hohe Kräuselung. Ne, sieht man das so ein bisschen, wie elastisch der ist? Sehr dicht. Ich habe den ganzen Kammzug der Länge nach zur Hälfte geteilt und das vorgezogen. Deswegen ist das Band so ein bisschen dünner. Ich habe das noch einmal komplett durch den Disk gezogen. Schön vorsichtig, damit ich das feiner und leichter ausziehen kann und habe mir das hier auf meinen Handrocken gewickelt. Ursprünglich habe ich das auf den Handrocken gewickelt, um tatsächlich mal auszuprobieren, ob ich am Spinnrad beziehungsweise jetzt hier am E-Spinner direkt aus dem Handrocken spinnen kann. Jetzt ginge es, jetzt ist nicht mehr so viel drauf. Am Anfang waren es gut 70 Gramm oder so und das ist definitiv zu schwer. Ich habe das einen Abend lang probiert, mir hat total die Hand wehgetan. Und gerade weil ich natürlich dann hier mit den Fingern auch noch, und das hat so gehangen, ist natürlich auch eine Ausbalancierungsfrage, aber das hat wirklich nicht gut funktioniert für mich persönlich. Mal abgesehen davon, dass es am Spinnrad tatsächlich die Hände arbeiten dann doch ein bisschen anders als mit einer Spindel. Das hat für mich nicht so richtig funktioniert. Also das ist vielleicht die Antwort auf eine Frage, die habe ich neulich auf Instagram bekommen. Kann man eigentlich am Spinnrad auch so einen Handrocken benutzen? Ich glaube, am Spinnrad macht tatsächlich ein Gürtelrocken oder so ein Standrocken mehr Sinn. Das ist das. Auf der Spule sieht es, ich hole mal gerade die Kabel raus, sieht es dann derweil so aus. Das ist der aktuelle Stand.
Da ist schon eine Menge drauf. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Fasern nicht nochmal gewogen. Ich hatte mir aufgeschrieben, es wären 100 Gramm. Wahrscheinlich entweder ich habe das gedacht, weil es drauf stand, oder ich habe es nochmal gewogen und ich habe mich verwogen. Das kann natürlich auch immer mal passieren. Passiert mir nicht selten, by the way. Weil das hier sieht jetzt schon recht viel aus, finde ich. Aber gut. Ja, das ist der aktuelle Stand. Das Weiß ist im Prinzip da drunter. Ne? Das war genau in dem gleichen Verlauf. Und wie gesagt, das spinne ich abends. Das genieße ich sehr. Das spinne ich im langen Auszug. Das ist natürlich so ein bisschen das Schöne wirklich mit dem E-Spinner. Ich habe den jetzt wieder hier auf dem Wagen. Ich blende euch gleich mal nochmal so ein Bild ein. Und ich kann den so seitlich von mir hinstellen, dass ich im Prinzip, also weiter unten natürlich, aber damit ihr das sehen könnt, so spinnen kann, so zur Seite vor mir ausziehen kann. Und das ist so angenehm. Das macht großen, großen Spaß. Das genieße ich sehr. Und ich werde das zweifach verzwirnen. Und das ist tatsächlich jetzt ein Projekt, bei dem ich noch kein Ziel habe. Das sind ja immer gerne mal so Zwischenprojekte, bei denen ich einfach, es geht ums Spinnen und ich werde das bestimmt irgendwie verweben oder verstricken, aber ich weiß noch nicht genau, worin und wozu und was für ein Garn ich dazu kombiniere. Das passiert dann einfach. Was ich in der Zwischenzeit noch gemacht habe, und das ist ein schöner Übergang zum Stricken, weil es ist so ein Zwischending. Wir bleiben noch einen Moment beim Spinnen. Ich hatte euch letztes Mal meine Proben aus Guddenwolle gezeigt. Ich habe aus der Unterwolle ein Streichgarn gemacht. Also das heißt, ich habe die Fasern kadiert und wir bekommen das vielleicht auch gleich scharf und im langen Auszug gesponnen. Und ich habe das Garn ein bisschen zu fest verzwirnt gehabt und musste es nochmal ein bisschen aufzwirnen. Das hat sehr gut geklappt. Das war überhaupt gar kein Problem. Und danach habe ich das Garn, wie ihr sehen könnt, noch gefärbt. Das ist jetzt schon im Knäuel, weil ich daraus eine Strickprobe gemacht habe. Tada! Auf die werde ich mit Sicherheit in der Faserlexikon-Folge nochmal eingehen, die eigentlich schon hätte letzte Woche erscheinen sollen. Sie wird nächste Woche erscheinen. Aber ich bin sehr begeistert. Sieht das nicht schön aus? Das hat Spaß gemacht. Das ist ein schönes Garn. Und ich habe auch das Kammgarn, das ich daraus gemacht habe, also gekämmte Wolle, das will er jetzt nicht ganz scharf machen, machen wir mal so. Das Kammgarn habe ich auch gefärbt, das ist sehr viel dünner. Und das Garn aus den Deckhaaren, das ich gemacht habe, habe ich auch gefärbt. Und ich bin krass überrascht, wie gut das funktioniert hat. Aber darauf werde ich, wie gesagt, in der Folge dann nochmal ein bisschen genauer eingehen. Aber ne, das ist das, was ich gestrickt habe in den letzten Wochen. Oh nein, das stimmt nicht. Ich habe aber das tatsächlich, glaube ich, schon vor der letzten Podcast-Folge habe ich noch zwei Maschenproben gemacht. Und zwar aus nicht handgesponnenem Garn. Ihr werdet das kaum glauben. Und zwar ist das Garn aus dem Crowdfunding von Paulas Wolle von letztem Jahr. Der Wanderschäfer Sven hatte in seinen Selbstvermarktungsaktionen, die jetzt schon seit ein paar Jahren laufen, letztes Jahr auch mit aufgenommen, die Wolle seiner Schafe und zu verkaufen und sowohl die gewaschene Rohwolle als auch Kardenbänder als auch Garne aus der Wolle seiner Landmerino-Schafe. Und die ist mir neulich wieder in die Hände gefallen. Die hatte ich irgendwie zur Seite gestellt und erstmal komplett vergessen. Und jetzt war die mir wieder in die Hände gefallen und ich finde die Farben ja sehr genial. Ich finde, die Farben sind cool geworden. Es sind jetzt eigentlich nicht ganz meine Farben, aber ich möchte mir einen Pullover daraus machen. Und deswegen habe ich zwei Maschenproben gemacht. Erstens mal, um so ein bisschen die Zusammensetzung der Farben auszuprobieren. Ich glaube, ich finde solche Streifen besser, aber ich kann solche Streifen nicht tragen. Also da müssten die schon so sein, nicht so. Ich muss mal gucken, vielleicht auch wie viel ich von welcher Farbe habe. Ich meine, es wäre gleich viel. Und vielleicht mache ich den Pulli einfach oben in grün und unten in blau oder umgekehrt. Auf jeden Fall mache ich einen Pulli daraus. Die zwei sind aber vor allem wegen der Nadelstärke entstanden. Ich müsste jetzt nachschauen, mit welchen Nadelstärken ich gestrickt habe. Wahrscheinlich 3 und 3,5, nehme ich mal an.
Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Habe ich mir das nicht in der Maschenprobe markiert? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe es mir mit Sicherheit aufgeschrieben. Ja. Und ich finde beide gut. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit der größeren Nadel stricken, dann komme ich weiter. Je größer der Pullover wird, desto besser. Also ich habe gerne so ein bisschen Positive Ease. Also das darf ruhig ein bisschen Platz haben. Ich mag das nicht, wenn die... Alle die Pullover, die ich in den letzten Jahren gestrickt habe, die liegen alle fest an. Und mein Plan dieses Jahr ist, die alle aufzumachen. Und entweder das Garn komplett aufzumachen, neu zu spinnen, neu zu stricken. Oder einfach neu zu stricken und Garn dazu zu tun, weil die mir alle, ich mag die alle nicht mehr tragen, weil die einfach, die gehen quasi gerade so über die Taille, die liegen an, das ist mir zu, ich brauche mehr Platz mittlerweile. So, das heißt, das wird alles wieder aufgemacht. So, das ist das, die habe ich gestrickt. Das ist alles, was ich gestrickt habe. Also ich habe die Maschenproben gestrickt und dann habe ich mich endlich daran gemacht, mein zweites Relationships-Tuch zu spannen. Beziehungsweise ich habe mich tatsächlich dann spontan dagegen entschieden, es zu spannen. Was mitunter daran liegt, dass das Atelier im Moment nicht immer beheizbar ist und ich mich nicht immer länger hier aufhalten kann und will. Und das Lager nebenan halt renoviert werden muss wegen dem Hochwasser letztes Jahr und wir dazu noch nicht durchgekommen sind. Und es ist im Prinzip eine Baustelle. Deswegen habe ich das Tuch gebügelt. Ich bügele eigentlich gerne Stricksachen und mache das auch ziemlich oft. Aber bin dann halt ziemlich kurzfristig dazu gekommen, dass es doch vielleicht Sinn macht, das Tuch zu bügeln. Und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Das Tuch ist so, so, so schön. Ich blende euch ein paar Bilder ein, damit ihr das in seiner Gesamtheit irgendwie sehen könnt. Das Tuch ist riesig. Ich habe es nicht gemessen. Ich will es auch nicht messen. Es ist mir voll wurscht egal. Es ist fantastisch. Also an der Puppe hier geht es fast bis zum Boden. Die Puppe ist ein bisschen kleiner von der Schulter höher als ich, glaube ich. Aber es sieht traumhaft aus. Und das war ein Singlegarn aus Shetlandwolle, das ich 2020 gesponnen habe, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist so fein, es ist so leicht und sieht, oh, ist das nicht toll? Und wenn ihr nur mal in die Podcast-Folge klickt, wo ich euch das fertig gestrickte Tuch gezeigt habe, ganz ehrlich, das sah so geknüllt und man hat das Muster nicht gesehen aus und so, dass... Und das jetzt ist ja mal gar kein Vergleich dazu. Das ist so schön. Und man kriegt einen Eindruck, das ist fast ein Kleid. Also wenn man das Relationships-Tuch aus Single-Garn macht und mit großen Nadeln strickt, dann kriegt man fast ein Kleid. Und ich liebe es. Ich finde es großartig. Als ich damit fertig war, als ich es gebügelt hatte, hatte ich große Lust, direkt das nächste Tuch zu designen. Ihr findet natürlich einen Link zu der Anleitung. Die gibt es auf Ravelry und auf Crazy Patterns unten in der Beschreibung und in meinem Blog. Aber das ist wirklich, das kann halt so groß sein. Man kann die Abschnitte unten kürzer machen. Also das heißt, der letzte Abschnitt ist so geschrieben, dass man dadurch, wie häufig man den strickt, mal gucken, ob man den sehen kann, eine Wiederholung geht praktisch bis hier und ich habe die dreimal gemacht. Es steht drin, wenn man die volle Weite haben will, dann macht man es viermal. Man kann es aber auch theoretisch nur einmal machen und dann die Kante stricken. Aber die verbrauchen dann auch immer gleich viel Garn, also weil da keine Zunahmen mehr drin sind. Und oh, ich bin so happy. Ich finde es so schön. Ja, es bleibt jetzt auch, glaube ich, erstmal hier hängen, einfach nur, weil ich es so schön finde. Natürlich könnte ich es tragen, aber ich glaube, es bleibt jetzt im Moment hier hängen. Es ist so toll. Ich bin so stolz auf dieses Tuch. Ich bin einfach nur enorm stolz auf dieses Tuch. Genau, das ist das Relationships-Tuch. Und ich habe, wie gesagt, ich habe große Lust, das nächste zu designen und zu machen. Und da bin ich aber noch dran. Ich möchte gerne demnächst nochmal Single-Garne machen und extra für so ein Tuch. Da muss ich aber noch die richtigen Fasern finden und die richtigen Farben. Im Prinzip ist das der Auftakt der Serie, meiner Ahnenforschungsserie, weil meine Idee ist, aus
den Verwandten, die ich auserkoren habe für dieses Projekt. Ich habe da, ich glaube, auch schon 2020 mal drüber gesprochen, Tücher zu machen. Es gibt bestimmte Charaktere, die mich besonders inspirieren und die mich besonders interessieren aus den verschiedenen Linien meiner Familie. Und daraus werden noch mehr Tücher entstehen. Und das nächste Tuch wird Margareta heißen und wird von ihr und durch sie inspiriert sein. Das ist meine Urgroßmutter. Und nee, Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Das ist meine Ur-Urgroßmutter. Genau. Die Oma von meiner Oma. Und auf das Projekt bin ich schon sehr gespannt. Das ist das. Das heißt, es wird definitiv noch mehr Tücher geben. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ist auch wurscht. Es geht ums Prinzip. Und derweil widme ich mich erstmal noch weiter der Weberei. So, wo ich noch nicht weitergekommen bin, ist dieses Blue-Faced Leicester Shetland-Projekt, das ich euch schon mal gezeigt hatte. Ich habe die Garne alle gesponnen und bin im Moment am Hin- und Herrechnen. Auch daraus wollte ich eigentlich eine Ruana machen. Jetzt überlege ich, ob es doch eher eine Stola wird oder ob ich Garne dazu kaufe. Ich möchte nicht noch mehr Garne für dieses Projekt spinnen. Meine Spinnprojekte sind gerade schon woanders. Ich finde die Farben super schön. Ich habe mir jetzt vorsorglich tatsächlich Baumwollgarn bestellt in einem hellen Grün, ups, in einem hellen Grün und in einem Braun, das nicht annähernd so dunkelbraun ist wie dieses hier. Das ist ja schon super braun. Aber ich warte mal ab, wenn es ankommt, ob das passt, ob das was ist, was ich mir vorstellen kann. Wahrscheinlich mache ich hier auch Webproben und guck mal, ob ich das irgendwie so zusammenkriege. Eigentlich sollte das die Kette werden. Und ich habe eine Menge hin und her gerechnet. Aber mit dem Material, mit der Menge am Material, würde ich die Ruana einfach nicht so groß bekommen, wie ich sie gerne hätte. Jetzt habe ich überlegt, ob ich den Abstrich mache und sage, naja, gut, dann wird es halt kleiner. Und nee, das sehe ich halt gerade im Moment tatsächlich nicht ein. Ich möchte die groß, genauso wie ich die andere auch groß haben möchte. Das ist gerade etwas, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass ich diese Überwürfe mache. Und weil ich das gerade schön finde, weil mich der Gedanke unglaublich glücklich macht. Und ich will jetzt nicht die Einsparung machen, irgendwas zu haben, was ich später vielleicht nicht so schön finde. So wie den Poncho, an dem ich jetzt gerade arbeite, zeige ich euch auch gleich. Und von daher warte ich jetzt mal ab, bis die Baumwollgarne da sind und schau mal, ob das was ist. Ich hatte auch nach passenden Wollgarnen geguckt, aber dann war ich mir nicht sicher, ob die als Kette taugen und ich habe keine Baumwollgarne gefunden. Übrigens, cooler Tipp, habe ich auch gestern einer Schülerin gegeben in der Einzelstunde. Die liebe Schiffchenschieberin hat auf ihrer Webseite eine Datenbank mit Garnen und Tests, die sie dazu gemacht hat, ob sie kettauglich sind oder nicht und möglichen Kammstärken und so. Sehr cool, sehr informativ. Und bei ihr habe ich nämlich dann auch mal geguckt, ob sie Wollgarne mit da drin hat, die vielleicht passen würden. Und da war jetzt nur, ich glaube, eins, was für mich dann nicht in Frage kam. Und dann habe ich gesagt, boah, bevor ich jetzt irgendwas ausprobiere, nehme ich einen Baumwollgarn. Und grundsätzlich muss ich mittlerweile sagen, weiß ich die Kombination aus Baumwolle und Wolle beim Weben sogar einigermaßen zu schätzen, zumindest mittlerweile. Das ist so das. Also ich bin nicht mehr ganz so zurückhaltend damit, meine handgesponnenen Garne mit Baumwolle zu kombinieren, wie ich es vor einem Jahr oder so noch war. Ich bin ein bisschen offener geworden, was das angeht. Genau, einfach weil ich ansonsten wahrscheinlich nicht hinterherkomme. Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass ich einfach sonst nicht hinterherkomme. Das ist das. Gleiches oder ähnliches gilt für dieses Projekt. Ich habe das Garn für das fünfte Kissen ja schon fertig gehabt. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Und habe ein bisschen hin und her überlegt, was ich da für ein Kettgarn zuspinne, weil das eigentlich das Schussgarn sein sollte. Und wird es auch. Das ist im Rahmen meiner Kissenserie, die ihr auch in den letzten Podcast-Folgen schon gesehen habt, dann das letzte. Und
Dann bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich eigentlich auch noch eine Menge interessante Garne in meinem Stash habe. Ich hatte vor allem, und die habe ich mitunter auch schon, vor allem in dem ersten Kissen benutzt, von der Webetante letztes Jahr Garnreste bekommen aus ihren großen Webprojekten. Und eigentlich war die Idee, auch warum sie mir die gegeben hat, für Kurse. Jetzt haben, nee, schon vorletztes Jahr habe ich die wahrscheinlich bekommen. Jetzt haben halt kaum Webkurse stattgefunden, logischerweise. Und ich sitze ein bisschen auf diesen Garn. Und also macht es ja Sinn, sie zu verwenden. Zumindest zum Teil. Ich habe immer noch eine Menge. Und jetzt habe ich mir diese hier rausgesucht und wie man sieht, schon gewickelt. Also die waren im Strang. Ich habe Knäule gewickelt. Ich musste zwei Knäule mit der Hand wickeln, weil das Abwickeln nicht so richtig funktioniert hat. Und ne, wenn der Strang irgendwie so ein bisschen durcheinander gekommen ist, ich hatte die aber auch in der Kiste manchmal offen rumfliegen und so. Genau. Das heißt, die beiden Farben sind das im Prinzip. Also der hier ist der gleiche wie das. Und oh, glänzt das. Ich meine, das ist Rami. Und vielleicht mit Baumwolle, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube in erster Linie Rami. Und das wird dann die Kette hierfür. Und zwar, also ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich nicht irgendwas habe, was ich hierfür verwenden könnte. Und das ist das Ding, diese Färbung ist für Francesca gedacht. Francesca hatte eine lange Zeit, in der Schwarz-Weiß-Muster und Färbungen und so weiter ihr Ding waren. Und als ich das angefangen habe, das Kissenprojekt zu planen, war das eigentlich auch noch relativ aktuell. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Und eigentlich sind so blau und grün jetzt die Farben. Und dann habe ich gedacht, okay, also wir haben schon ein blaues Kissen und wir haben ein grünes Kissen. Und das kommt definitiv, es repräsentiert sie ja trotzdem, ne? Ein Teil von ihr. Und dazu kommen dann jetzt diese Garne als Kette. Ich werde die mehrfach nehmen, damit sie ungefähr die Stärke imitieren und dann damit weben. Und ich hoffe, dass ich im Laufe der Woche noch die Kette scheren kann und dann demnächst mal zum Weben komme. Ich überlege auch wirklich, ob ich das jetzt doch mal nochmal auf dem Großen mache, einfach damit Madame Conti nochmal was zu tun hat und ich so nicht rauskomme und einfach wir uns noch weiter besser kennenlernen. Ich hatte neulich ein Video über Madame Conti gemacht, falls ihr es nicht gesehen habt, verlinke ich das natürlich auch unten. Und ich möchte gerne, dass wir noch mehr Raum haben, uns miteinander anzufreunden und klarzukommen und so. Und deswegen überlege ich das jetzt darauf zu machen. Mal schauen. Erstmal muss ich die Kette scheren und gucken, wie breit ich damit überhaupt komme. Ich habe die Garne nämlich jetzt nicht gemessen. Das heißt, das wird wahrscheinlich so ein bisschen Projekt auf gut Glück. Fertig habe ich auch Kissen Nummer 4. Ich habe das pink-orangene Kissen, das für Raphael steht, schwupp, habe ich fertig. Und das finde ich besonders interessant. Ich finde ja, das wird von Kissen zu Kissen schöner. Ne? Das, also finde ich. Ich finde, das wird von Kissen zu Kissen schöner. Dieses Kissen habe ich praktisch zweimal gewebt, denn ich hatte erst hier diese Kette geschert aus der blau-pinken Merino, die ich auch letztes Jahr gefärbt und dann gesponnen hatte. Und habe dann gewebt und habe aber festgestellt, ich habe noch ewig viel von dem Schussgarn über. Und dann bin ich hergegangen und habe ein graues Schurwollgarn, das ich auch mal für Kurse gekauft hatte beim Wollschaf, genommen und habe damit dieses Stück noch gewebt, das natürlich jetzt ganz anders aussieht als dieser Bereich. Und das finde ich total spannend, weil die Schussgarne sind natürlich die gleichen, aber die Kette ist eine andere und das macht so enorm viel aus. Aber trotzdem sieht es dadurch so spannend aus. Ich habe die beiden Stoffe dann einfach zusammengenäht, auch hier mit der Hand und einfach nur einem Faden, so dass ich die Schlaufen jeweils, also von den Kanten praktisch jeweils einmal aufgefädelt habe, immer zwei Schlaufen hier, zwei Schlaufen da, sodass der Nähfaden jetzt im Prinzip zwischen den beiden Stoffen durchläuft. Man kann es so ein bisschen sehen, es ist so ein bisschen erhaben, aber es ist super cool. Und dann habe ich die Seiten zugenäht, auch mit einem Matratzenstich, habe es befüllt und auch hier wieder mit Resten. Und dazu habe ich ein paar Fragen bekommen, auch auf YouTube und auf Instagram, glaube ich.
Ich tue Wollreste da rein. Das heißt, da kommen alle möglichen Abfälle rein. Wollabfälle, Garnabfälle und so weiter. Also alles nur, was gewaschen ist und in Ordnung ist und so. Und jetzt bin ich gefragt worden, wie wäschst du diese Kissen dann? Also in meinem Kopf wäscht man Kissen gar nicht so oft, also zumindest keine Couchkissen. Das sind ja keine Kissen, auf denen man schläft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da mitunter etwas irritiert, weil ich dachte, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich hatte noch nie in meinem Leben Couchkissen. Von daher habe ich auch keinen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann. Und vielleicht, mir ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass man die vielleicht wäscht, weil man da abends irgendwie einmal so drauf liegt und dann, that's it, für so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wenn man einen Film guckt, auch mal zwei. Aber meistens, oder man lehnt sich halt hinten dran an oder so. Dann dachte ich, okay, wie oft wäscht man Couchkissen? Aber anscheinend scheint es ein Ding zu sein, dass man Couchkissen irgendwie öfter wäscht, als ich gedacht habe. Aber wie gesagt, ich hatte nie Couchkissen. So, das gesagt, habe ich mir eine Menge Gedanken darüber gemacht in den letzten 2, 3 Wochen. Ich glaube, der Plan wird sein, eins einfach mal im Wollwaschgang zu waschen und dann in meiner Standschleuder auszuschleudern und zu gucken, dass es wieder richtig trocken wird. Sollte das nicht funktionieren, sollte sich bemerkbar machen, dass das Innen noch feucht ist und bevor das modrig wird oder irgendwie sowas, würde ich das Kissen ein Stück weit aufmachen, die ganze Füllung rausholen, den Bezug im Wollwaschprogramm waschen, die Füllung wieder reintun, das Ganze wieder zunähen und fertig. Ich glaube, das wäre jetzt mein Gedanke. Ich meine, das wird bestimmt auch nur zweimal im Jahr passieren, höchstens. Aber ja, ich glaube, das ist mein Plan. Ich glaube nicht, dass ich meine Kissen häufiger waschen werde als meine Pullover, also meine Wollpullover. Aber ich hoffe, ihr könnt das auch einigermaßen so mit Humor sehen wie ich und sitzt jetzt nicht zu Hause vor den Computern und denkt, so, weiß ich nicht, die sollte ihre Kissen öfter waschen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das ist auf jeden Fall jetzt mein Plan. Und wir werden mal sehen, wie gut das funktioniert. Auf jeden Fall sind alle meine Reste, mein kompletter Wollabfall ist aufgebraucht durch Kissen Nummer 4. Und selbst hier finde ich, das hat noch ein bisschen viel Raum. Also die anderen habe ich voller gestopft. Ne? Und ja, keine Ahnung. Das heißt aber, ich muss für Kissen Nummer 5 tatsächlich nochmal echt sammeln, damit ich genug Füllung dafür habe. So, das letzte meiner aktuellen Projekte ist auch Paulas Wolle. Und zwar hatte ich die Kadenbänder von Paulas Wolle letztes Jahr gefärbt und gesponnen. Und hier habe ich tatsächlich auch ein schwarzes Baumwollgarn als Kette verwendet und das Ganze zu einem Stoff verwebt in Köperbindung. Ich finde den Stoff super, super schön. Da ist schwarz auf schwarz, das kann man nicht so wirklich viel erkennen. Aber er ist schön weich, er fällt großartig, er ist recht schwer. Was ich toll finde, jetzt in diesem Zusammenhang. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den Stoff in der Mitte zerschnitten, der Länge nach. Und also nicht der Länge nach, aber ne, in der Mitte zerschnitten, sodass ich zwei gleich lange Hälften hatte. Und habe die zum Teil zusammengenäht. Hier sieht man, naja, einigermaßen, dass auf der Seite an beiden die Kettfäden rausgucken. Auf der Seite habe ich das Ganze schon einmal versäumt. Und in der Mitte ist ein Loch. Ich werde den jetzt nicht drüber ziehen, wegen meinem Mikrofon. Die Idee ist, dass daraus ein Poncho entsteht. Und ich würde gerne, ich habe noch recht viel von dem Garn über, eine Kapuze dran machen. Ich muss aber, glaube ich, die Öffnung noch ein bisschen weiter aufmachen. Im Moment ist es noch ein bisschen eng um den Hals. Der Kopf passt gerade so durch. Und das Ganze ist natürlich nicht groß. Also das Ganze, das geht mir so
Ha, wirklich bis zur Taille. Aber ich finde es ganz nett und bin damit an sich ganz, ganz glücklich und werde euch das nochmal zeigen, wenn es wirklich fertig ist. Also wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge. Ich habe noch ein bisschen Angst vorm Kapuze stricken und hatte auch schon überlegt, ob ich noch eine Kapuze webe, also noch einen Stoff webe und daraus eine Kapuze mache. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es cool ist, wenn die Kapuze genauso fällt wie das hier. Ich glaube, das Merinogarn alleine wird standfester sein. Das wird nicht den gleichen Faltenwurf haben, nicht die ganze gleiche Schwere haben. Und deswegen bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe auf jeden Fall noch was von dem Baumwollgarn und könnte noch eine Kette machen, um die Kapuzen zu weben. Aber wie gesagt, mal schauen. Das waren alle meine Projekte. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit dem, was gerade passiert. Ich mag die Farben, mit denen ich gerade arbeite. Ich habe Freude an all den Projekten, die ich gerade mache. Und das fühlt sich gut an. Ich bin gespannt, was noch so kommt dieses Jahr. Einer meiner Pläne wird auf jeden Fall sein, wie gesagt, Pullover nochmal aufzumachen. Das kommt dann auch demnächst. Wenn ich erstmal meine Spinnprojekte hier so ein bisschen aufgebraucht habe. Ich habe noch einen Plan, um ein Pullovergarn zu machen. Da habe ich sogar schon eine Vorstellung, was ich daraus stricke, also welches Modell. Da bin ich aber noch nicht, da muss ich auch noch mal Fasern für mischen. Vielleicht tue ich das auch bis zur nächsten Podcast-Folge, jetzt in naher Zukunft, mal schauen. Den Pullover würde ich auch, ups, den hier würde ich auch demnächst anfangen. Ich brauche nur noch ein Modell, vielleicht wird es auch eine Strickjacke. Mal schauen. Und da bin ich jetzt gerade im Moment an so einem Punkt, wo ich denke, oh, ich kann ruhig nach einer Anleitung stricken. Ich habe nicht so große Lust, selber über eine Konstruktion nachzudenken und so. Aber dafür muss man dann natürlich auch was Entsprechendes finden, was dann zum Garn passt und der Nadelstärke passt und so. Sehr inspirierend in dem Zusammenhang ist dieses neue Magazin, Twisting Tales Magazine. Nachdem letztes Jahr schon das Wollkraut-Magazin erschienen ist, yippee-i-yo, gibt es noch ein neues Magazin. Ich persönlich mag Magazine super gerne. Und dieses hier kommt aus den Niederlanden, ist sowohl auf Niederländisch als auch auf Englisch, das ist die englische Variante, erhältlich und ist auch in digitaler Form und eben analog erhältlich. Das finde ich auch ziemlich cool, dass beides möglich ist. Das ist ein ganz schön dickes Heft, ist auch nicht ganz günstig, lohnt sich aber ob des Inhalts. Wir haben eine Inhaltsangabe auf der Rückseite des Hefts, was ich ziemlich cool finde. Und es gibt hier Artikel zum Beispiel über die Rasse Rambouillet. Also es gibt immer Artikel über Fasern, es gibt Artikel zum Spinnen, es gibt Artikel über Stricken. Übers Weben und übers Nähen und übers Färben. Und ganz viele interessante Experimente und unterschiedliche Thematiken. Hier sind dann auch noch so ein paar andere zusätzliche Themen. Und hier geht es ums Nähen von handgewebten Stoffen. Es geht ums Schneefärben, also Färben mit Schnee, mit Hilfe von Schnee. Über Maschenproben, über Knöpfe. Also das sind so interessante Sachen hier drin. Ich finde das Layout sehr schön. Die Fotos, oh doch, hier kann man das ganz schön sehen. Ich finde das Layout sehr hübsch. Die Fotos sind klasse und schön eingebunden. Die Texte sind gut zu lesen. Es geht hier auch ganz viel um Farben. Hier drin gibt es so ein bisschen Grundlage. Und schauen wir mal, dann zum Beispiel, das finde ich auch, na, einmal nochmal umblättern. Hier gibt es Färbungen. Hier geht es darum, Knöpfe passend zum Projekt zu färben mit den gleichen Materialien. Sehr coole Idee. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Lisanne und ihrer Mutter Ilona, die beide handarbeitend sind. Und Ilona ist aber tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, in dem Fall die Grafikdesignerin, ja, die das Ganze macht, während Lisanne offensichtlich die Faserenthusiastin ist, ja, die viele Experimente macht und
Wenn ich das richtig sehe, sind auch alle Artikel von den beiden zusammengetragen und geschrieben. Also es gibt keine Fremdautoren oder so, wie das bei manchen anderen Magazinen der Fall ist. Also es ist eine etwas andere Art von Magazin, insofern als das nicht zusammengestellt ist. Und es eine Redaktion gibt, die Artikel von verschiedenen Autoren sammelt und zusammenfasst, sondern die beiden stellen das Heft einfach selber zusammen. Inspiration natürlich irgendwie aus der ganzen Welt und der ganzen Fiber-Community, das ist halt logisch. Aber dadurch hat es natürlich so ein bisschen anderen Touch und irgendwo einen roten Faden und einen Ton, wenn man so will. Finde ich interessant, ist definitiv ein anderer Ansatz als sonst. Ob es jetzt der richtige und beste ist, kann man definitiv drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz und sehr schön. Also es ist dann mehr praktisch wahrscheinlich wie eine Reihe, die ansonsten ein Buch wäre, ja? Wenn sie sich länger dran setzen würden und alles in einem zusammenfassen würde. Aber so gibt es natürlich viele Möglichkeiten noch darüber hinaus, ne? Von Ausgabe zu Ausgabe. Von daher verstehe ich den Ansatz schon sehr, sehr, sehr gut. Das ist das Heft Twisting Tales Magazine, das natürlich im Eigenverlag erscheint und in den Niederlanden gedruckt wird vom Printhus. Und das Heft ist erstmalig 2021 erschienen, Ende 2021. Die nächste Ausgabe ist bestimmt schon in der Mache. Ihr müsstet nachschauen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Webseite twistingtalesmagazine.com. Und es gibt einen Rabattcode. Wenn ihr an dem Heft interessiert seid, dann schaut definitiv in der Beschreibung nach und ich werde es auch nochmal hier unten einfügen. Dann bekommt ihr einen Rabatt, damit ihr euch das Heft günstiger kaufen könnt. Das gilt nur eine bestimmte Zeit, auch das werde ich hier unten einfügen. Und von daher seid schnell. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Lisanne und Ilona mir das angeboten haben, dass ich euch einen Rabattcode zur Verfügung stellen kann, damit ihr das Heft ausprobieren könnt und schauen, ob das auch was für euch ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Es hat großen Spaß gemacht, darin zu schmökern. Ich werde vieles ausprobieren. Auf jeden Fall Knöpflöcher zu weben. Das werde ich ausprobieren und ich werde auch mal ausprobieren, Knöpfe zu färben. Definitiv. Das ist das. Das gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Freude und konntet irgendwas für euch mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei all euren Spinnereien. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Sage ein ganz herzliches Dankeschön an meine Mitglieder, die meine Videos finanzieren und damit auch diesen Podcast. Ihr seid die Besten. Infos zum Podcast, zu all meinen anderen Videos, zu meinen Kursen und zu meinem Mitgliederprogramm findet ihr unter www.shantimanu.de. Ihr findet mich auf Instagram unter Shantimanu. Gehabt euch wohl, habt abermals viel Spaß bei euren Spinnereien. Wir sehen uns. Ich bin raus für heute. Bye, bye.